Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Bosetti will predigen. Der Reihe, wo ich den Niedergang der deutschen Satire am Beispiel Sarah Bosettis und ihrer Beiträge hauptsächlich auf YouTube aufzeige. In diesem Beitrag geht es um das Hochwasser, den Tod des iranischen Präsidenten Raisi und einen Filmabend mit Alice Weidel. Also ich habe es mir noch vorher noch nicht angesehen, also bin ich mal gespannt, was uns Sarah Bosetti hierzu zu sagen hat. Wenn ihr die anderen Folgen von Bosetti will predigen sehen wollt, dann schaut doch gerne in der Beschreibung verlinkten Playlist nach. Als potenzieller Nazi, wenn du gerade im Internet mal wieder liest, dass diese Ausländer unser Volk ersetzen wollen, an irgendeinem Punkt auch mal aus dem Fenster gucken und denken, komisch, hier auf Sachsens Straßen sieht mir nur jeder Zehnte nicht deutsch genug aus. Morgen feiert das Grundgesetz seinen 75. Geburtstag. Es wurde von 61 Männern und 4 Frauen erarbeitet, was gut ist. Denn wenn es weiblicher wäre, würde es jetzt mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit nicht feiern, sondern in Altersarmut leben. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um das, was wir in den Nachrichten sehen und das, was wir sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe manchmal ein Problem damit, das Weltgeschehen mit meinem Leben zusammenzubringen. Also mit meiner unmittelbaren Realität. Einerseits lese ich in der Zeitung von toten Geiseln der Hamas, andererseits ruft mich eine Freundin an und sagt, hey, das Wetter ist schön, wollen wir Kaffee trinken gehen? Und es ist doch irgendwie verrückt, dass beides gleichzeitig existiert. Einerseits hat die Welt dieses Jahr die 1,5-Grad-Marke geknackt, andererseits habe ich gestern ein bisschen gefroren. Einerseits scheint es sich in Teilen Deutschlands inzwischen zu lohnen, beim Hausbau den Keller von vornherein als Swimmingpool anzulegen, weil man das Wort Jahrhundertflut nun wohl getrost durch alle paar Jahre Flut ersetzen kann und trotzdem kann sich die Bundesregierung nicht zu vernünftigem Klimaschutz durchringen. Andererseits muss ich meine Steuererklärung machen. Einerseits hat der Präsident des Europäischen Rats zum Tod eines Massenmörders kondoliert. Im Namen der EU übrigens. Ich glaube, ich bin Teil dieser EU. Und was ist das für eine Welt, in der ich Geert Wilders zustimmen muss? Und sei es auch nur, wenn er sagt, nicht in meinem Namen. Ihr wisst schon, das ist der Typ, der gerade für die Niederlande... Oh Gott! Jetzt sehen wir die Geburt einer Querfront. Also ich erkläre euch mal, was da passiert ist. Der iranische Präsident Raisi ist gestorben. Und jetzt nun mal die Staats- und Regierungschefs der EU größtenteils den Iran zu diesem Tod kondoliert und ihr Beileid ausgedrückt. Was völlig selbstverständlich ist, was ganz normal in der internationalen Diplomatie ist, dass wenn der Staatschef eines anderen Landes stirbt, erst recht wenn er bei einem Unfall stirbt, dass man dann sein Beileid bekundet, was sich einfach so gehört. Und jetzt gibt es so eine moralistische Social-Media-Bewegung, einerseits von rechten Islamfeinden, die irgendwas gegen den Iran haben, einfach weil das ein islamisches Land ist, und andererseits von irgendwelchen moralinsauren, ja, Mainstream-Leuten wie Sarah Bosetti, die sich darüber total aufregen, weil der Iran ja so ein moralisch verwerfliches Land sei. Also wirklich von beiden Seiten ein moralistisches Politikverständnis, was vollkommen von den politischen Realitäten und unseren nationalen Interessen abstrahiert. Wir haben Interesse an guten Beziehungen zum Iran. Wir haben Interesse daran, dass der Iran friedlich in die regionale Struktur dort eingebunden ist, dass es keinen Flächenbrand gibt und dass unsere Unternehmen gute Geschäfte mit dem Iran machen können. Alleine deswegen sollte man sich zum diplomatischer verhalten, als es unsere Außenministerin allzu häufig tut beispielsweise. Aber wie gesagt, das will solchen woken Moralkriegern und auch so rechten Moralkriegern wie Geert Wilders nicht in den Kopf. Und deswegen schädigen sie unsere europäischen Interessen. Also bei Geert Wilders, das ist ein Niederländer, der schädigt niederländische Interessen. Und bei ja deutschen Journalisten und Politikern, die da mitmachen, die schädigen dann deutsche Interessen. Und ja, denen will das nicht in ihren Kopf. Deswegen setzen sie ihre individuelle Moral, die einfach sagt, der Iran sei böse, über das, was ökonomisch, politisch, diplomatisch sinnvoll wäre. Die strengste Asylpolitik aller Zeiten angekündigt hat. Und falls ihr jetzt denkt, hey, cooler Typ, strenge Asylpolitik gehört auch zu meinen Hobbys, kleiner Funfact, er will abgelehnte Asylbewerber unter anderem nach Deutschland abschieben. Whoopsie. Aber okay, das einerseits. Und andererseits
muss ich meinen Zug kriegen, Muffins für die Gita backen, mich um die Menschen kümmern, die mir wichtig sind. Einerseits verbringe ich Stunden am Tag damit, über Demokratiefeinde zu lesen, mich mit ihnen im Internet zu streiten und gegen sie anzuschreiben. Und andererseits müsste ich rein statistisch mehrmals am Tag auf der Straße oder im Supermarkt freundlichen Umgang mit einigen von ihnen haben. Einfach weil wir in den Situationen nicht voneinander wissen, wie wir die Welt über "Bitte, danke, das ist aber nett, Ihnen auch einen schönen Tag" hinaus sehen. Dadurch können wir einander anlächeln und ich weiß nicht, ob ich das absurd oder schön finde. Manchmal ist diese Diskrepanz zwischen erzählter und erlebter Realität so groß, dass ich denke, einfach keine Nachrichten mehr lesen und die Welt ist in Ordnung. Und klar, so einfach ist es nicht. Aber mich wundert, dass AfD-Fans zum Beispiel das überhaupt nicht zu haben scheinen. Zumal sie doch so gut sind in selektiver Wahrnehmung. Die AfD erhält ja am meisten Zuspruch da, wo am wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund... Gott, jetzt sind wir hier schon beim nächsten Thema wahrscheinlich. Hintergrund geben. Du musst doch als potenzieller Nazi, wenn du gerade im Internet mal wieder liest, dass diese Ausländer unser Volk ersetzen wollen, an irgendeinem Punkt auch mal aus dem Fenster gucken und denken... Also erstmal diese Unterstellung, dass ein Drittel der Bevölkerung in vielen ostdeutschen Bundesländern Nazis sein sollen. Also das ist eine Radikalisierung des Diskurses, die echt jeden Rahmen sprengt. Ich habe in Mainstream-Medien dauernd irgendwelche unangebrachten NS-Vergleiche zu bringen, aber... Pro forma wollte ich an der Stelle mal darauf hinweisen. Und zum anderen, ja, natürlich lehnen die Menschen in Regionen mit niedriger Migration am stärksten ab, weil sie nicht wollen, dass es wird wie in Berlin. Die Menschen in Berlin, die haben sich schon an solche Zustände gewöhnt oder die Menschen im Ruhrgebiet. Also die wissen, okay, ein bisschen mehr Migration sorgt jetzt zwar auch dafür, dass es schlimmer wird, aber ja, so viel schlimmer wird es schon nicht werden. Aber die Menschen in Sachsen, die... haben halt diese negativen Auswirkungen noch nicht, beziehungsweise zu einem viel kleineren Teil, und die wollen nicht, dass es dort so wird. Das ist relativ leicht zu verstehen. Komisch, hier auf Sachsens Straßen sieht mir nur jeder Zehnte nicht deutsch genug aus. Ich hätte sowieso manchmal gerne eine Livecam ins Leben von AfD-Fans. Es klingt ein bisschen creepy, ich weiß, aber ich meine nur, um mich daran zu erinnern, dass wir uns doch bestimmt auch in Dingen ähnlich sind, also in unpolitischen Dingen. Ich weiß, es gibt keine unpolitischen Dinge, aber tun wir mal kurz so. Es gibt doch bestimmt auch unter AfD-Anhängerinnen welche, die gut zu ihren Kindern sind, die anderen beim Umzug helfen, die lieben und geliebt werden wollen, die Herr der Ringe gucken und, naja, sagen wir, Saruman zumindest in Ansätzen unsympathisch finden. Überhaupt Filme. Ich komme nicht über den Gedanken hinweg, dass ich einen Filmabend mit Alice Weidel machen könnte und wir vielleicht an denselben Stellen heulen würden. Oder keine Ahnung, was machen AfD-Leute, wenn bei Titanic Jack im Wasser versinkt? Lachen die dann hämisch? Nein, doch nicht bei den blonden Haaren. Hey, ich muss mir Titanic mal in ganzer Länge ansehen. Das ist ja ein furchtbar sich in die Länge ziehender Film, aber... Also die Ertrinken-Szene am Ende, die habe ich, ist so lächerlich, also extrem schlecht choreografiert meiner Meinung nach. Also da kann man schon, also da kann man schon anfangen zu lachen. Und man denkt die ganze Zeit, nun ja, ich werde doch endlich fertig. Und den blauen Augen. In Filmen können wir uns so schön einig werden, mit wem wir mitfiebern, was richtig und was falsch ist. Klar, weil es nur Geschichten sind. Ihre Einfachheit und Eindeutigkeit gibt es in der Realität selten. Aber auch aus einem anderen Grund. Filme kreieren Nähe. Sie lassen uns verstehen, wieso die Figuren sind, wie sie sind. Und handeln, wie sie handeln. In dem Sinne sind sie das Gegenteil von Nachrichten, in denen wir immer nur das zweidimensionale Ergebnis menschlicher Handlungen sehen. Lindner hat Habeck mal wieder einen reingewirkt. Mir fehlt da die Backstory. Was in Lindners Kindheit hat ihn so werden lassen? Und sieht Habeck vielleicht zufällig aus wie Lindners Babysitter aus Kindertagen, der ihm mal ein Eis verwehrt hat? Es würde so viel erklären. Wie soll ich den Konflikt bewerten, wenn meine einzigen Informationen sind, der ist halt so und der ist halt so und es geht bestimmt bloß um politisches Kalkül? Aber zurück zur Diskrepanz zwischen Erzähltem und Erlebtem. Ich bin natürlich froh, dass mein Leben nicht so ist wie in den Nachrichten. Dass ich zwar die ganze Zeit von Krieg und Unterdrückung erzählt bekomme, beides aber nicht erlebe. Und dass ich zwar im Internet Hasskommentare lese und nach 5 Minuten auf der traurigen Weltuntergangsplattform, die mal Twitter war, den Glauben an die Menschheit verlieren könnte, dann aber auf die Straße gehe und freundliche Gesichter sehe. Also halbwegs freundlich. Also okay, keine freundlichen Gesichter, aber ich wohne halt in Berlin, da ist alles oberhalb von aus dem... Also wenn ich Sarah Bosetti sehen würde, würde ich definitiv nicht freundlich gucken.
Weg, du Wichser, eine Liebeserklärung. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin froh über diese Diskrepanz. Ich will ja nicht, dass sich mein Leben der Nachrichtenlage anpasst. Aber es könnte ja andersrum sein. Die Nachrichtenlage könnte sich ja gnädigerweise mal an unser gepempertes Leben anpassen. Vielleicht muss die politische, die gesellschaftliche Begegnung dafür weniger zweidimensional sein. Vielleicht brauchen wir mehr Nähe. Vielleicht brauchen wir mehr Live-Cams in einanders Leben. Das ist ein verstörender Abschlusssatz. Aber wisst ihr was? Den lasse ich genauso stehen. Ich muss jetzt nämlich rausgehen und ein paar Wichsern sagen, dass sie aus dem Weg gehen sollen. Das war Bosetti will reden. Ja, das war Bosetti will reden. Wieder alles sehr durcheinander. Wir haben noch mal das moralistische Politikverständnis an der Stelle rausarbeiten. Das würde Bosetti, da gebe ich euch wirklich Brief und Siegel, sie würde ausrasten, wenn irgendein deutscher Politiker Gerd Wilders zustimmen würde und würde rumschreien, oh, da wird einem Rechtsextremen zugestimmt. Das sehen wir bei den Wokies. Wenn man bei Rechten nicht sagt, die sind böse, sondern ihnen an einzelnen Stellen zustimmt, dann rasten diese Leute aus. Aber Sarah Bosetti, die stimmt hier Gerd Wilders an einer Stelle zu, wo er ein ähnlich moralistisches und ein ähnlich schädliches Politikverständnis beweist wie sie selbst, ist dann doch sehr interessant zu sehen. Also so ein interessanter Doppelstandard meiner Meinung nach an der Stelle ist jetzt nicht so relevant, aber in diesem Sinne bis zur nächsten Folge Bosetti will predigen.